Hallo, liebe TFC-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Anstoß der Fußballmanager. Wir machen weiter mit den Planungen für die erste Saison. Wir gehen mal hier rein in unser Menü und schauen uns mal das Team an. Ah ja, da hat sich tatsächlich wieder was verändert. Na, wie gesagt, das Spiel ist noch im Early Access zum Stand dieser Aufnahme. Es kann sich jederzeit was verändern. Und hier hat man tatsächlich noch was ergänzt, sie hier gerade. Nette Grafiken für die Bankspieler. Ja, wie gesagt, wir spielen ohne reale Namen, sage ich mal. Also ohne die wirklichen Namen, die man kennt. Vereinsnamen, Spielernamen, Trainernamen und was habe ich noch vergessen? Logos, Wappen und so weiter und so fort. Ist aber nicht so wichtig, glaube ich, hier. Wir wollen ja hier Spaß haben, ne? Und wichtig ist noch, jedes Video wird ungefähr 3 Spieltage, 3 Wochen beinhalten. Egal, wie lange es dauert, ne? Also es wird ziemlich zügig sein, ne? Könnte das Video schnell durch sein. Aber mein Ziel ist es einfach, hier nicht so lange Zeit zu verschwenden. Denn Anstoß ist ja eigentlich eher bekannt, eines der einfacheren Manager-Spiele zu sein. Da muss nicht so in die Tiefe gehen. Ne? Es gibt auch andere, die sind hochkompliziert und so. Aber das soll ja Anstoß eher nicht sein. Das soll der Spaß eher im Vordergrund sein. Deswegen nicht wundern, wenn wir immer schneller in Anführungsstrichen unsere Entscheidungen treffen und dann hier vorwärts kommen. Ne? So. Ja, unser erster Spieltag. Jetzt müssen wir mal schauen, wen haben wir denn alles zur Verfügung? Warte mal, wo ist denn hier? Wo ist unser Trainer? Ich will mal kurz hier Co-Trainer, genau, Co-Trainer einstellen. Er soll. Was machen wir denn? Wie stellt er auf? Also, aufstellen tut erstmal nur der Co-Trainer und ich kann dann ergänzen, wenn ich will. Oder ändern. Und er soll aufstellen nach. Das hier, konditionsstärkste Spieler. Was haben wir noch? Spielsystem. Hier können wir entscheiden, was wir wollen. Wir entscheiden uns mal für Tiki-Taka. Nee. Hier unten ist das System. Tja, wie spielen wir denn? Dazu muss ich erstmal wissen, was für Spieler wir haben. Was haben wir hier noch? Aufgabenverteilung. Kapitän, direkter Freistoß. Das waren immer dieselben, oder? Genau. So macht ein Innenverteidiger bei uns eigentlich die Freistöße. Das passt mir überhaupt nicht. Warte mal. Machen wir mal so. Geht das? Ja. Wunderbar. Drag and Drop. Wunderbar. Genau so soll das sein. Eckball macht bitte auch jemand anders und kein Innenverteidiger. Das ist mal anders. Außer haben wir einen Spezialisten. Nee. Wir müssen erstmal hier die Grundlagen schaffen. Meter macht natürlich auch keinen Innenverteidiger bei uns, sondern es macht einen Stürmer vielleicht. Haben wir da einen Mittelstürmer tatsächlich? Was macht der hier? So. Zweitbesetzung, Drittbesetzung. Der Torwart macht auf jeden Fall nicht, ne? So. So sieht's aus, genau. Thomas macht auch keine Freistöße.
noch alles nach hinten setzen, genau. Gut, okay, haben wir das auch in die Sicht. Jetzt, ja, wie spielen wir denn? Hier im medizinischen Bereich können wir die Verletzten anschauen, ist noch nichts da. Gegenüberstellung, können wir uns den Gegner anschauen, wie der spielt und was für eine Stärke die haben. Ja, hier gibt es einen, der ist, der macht alles. Bei uns macht der Hohl fast alles. So, Spieltagskader nochmal. Ja, zwei Mittelstürmer. Ja, die Frage ist nur, haben wir da nicht bessere? Einsatzstärke, mal gucken. Innenverteidiger. Van Eck ist da. Dann haben wir hier den. Wieso spielt der nicht? Okay. Hier nehmen wir den Grenzmann rein, bitte. Ah, die haben auch außen, ne? Das ist das Problem. Ja, die haben hier rechts außen haben sie zwei Innenverteidiger, ja. Verstehe, verstehe. Ja, nicht ohne. Warte mal, nehmen wir mal hier den raus. Ja, wir müssen es mal probieren, würde ich sagen. Taktikmäßig. Ja, 4-4-2 passt soweit, würde ich sagen. Nicht so offensiv, vielleicht ein bisschen defensiver, so, ja. Die stehen sich irgendwie alle so auf dem Fuß rum hier. So gefällt mir das besser. Und ihr spielt, wollen wir mal. Flügel spielen, ne? Ah, jetzt ändert sich das wieder. Na, ist blöd. Okay, pass auf, wir machen das so. Halt! Aha. So ist richtig, ne? Das ist die Frage, hat er das übernommen? Ja, hat er. So, Taktik. Was haben wir hier nochmal? Anweisungen. Ja, hier können wir jetzt entscheiden. Wie wir spielen wollen. Wir spielen jetzt einfach mal so, wie es hier steht. Über alle links, rechts und Mitte. Pressing, ja, machen wir das in Mitte. Gegenpressing machen wir auch. Das passt soweit. Das ist auch okay. Zwei, was bei mindestens zwei Toren Vorsprunggang zurück. Ja, das können wir auch machen. Siegprämie lassen wir mal weg. Dann haben wir Training. Plan- und Rekordtrainer ist auch klar. Und hier bitte immer den Schwächsten, glaube ich, war das, ne? So, wo ist jetzt die Einstellung? Man kann doch hier. Ach hier, Regeln für Einzeltraining, genau, das habe ich gesucht. Und zwar immer der formschlechteste Spieler insgesamt. Training durch was? Co-Trainer vergeben, ja, das passt, genau. Trainingswochen, Einheiten sind es 10, dann machen wir hier mal
1, 2, 3, 4, 5 sind 10 insgesamt. Genau, wunderbar. Langfristig, kurzfristig könnte man es auch verändern, will ich aber nicht. Individuell könnte man es auch noch einstellen. Brauchen wir auch jetzt noch nicht. Statistiken, ja, haben wir noch nichts. So, dann haben wir auch noch U23, wie ihr seht. Ja, Jugend gibt es auch. Können wir sogar verpflichten. Müssen wir mal schauen, wenn da ein interessanter dabei ist. Zum Beispiel hier talentmäßig. Ja. Hier hinten der Vertrag. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und hier die Jugend. Da können wir hier. Aha. Ein Jugendtrainer brauchen wir noch, natürlich, absolut. Ein Jugendtrainer, dann nehmen wir mal. Nehmen wir hier Stärke 3, ja, würde ich auch sagen. Klassenheit. Nehmen wir den da. Und wann? Okay, gut. Haben wir den auch erledigt? Kader. Oh ja, ist auch schon da. Sehr gut. Kein Vorvertrag. Da muss man das Ganze näher anschauen hier. Talentmäßig hier zum Beispiel. Ganz interessant. Okay, ja, ihr seht. Man kann ein paar Sachen einstellen, die konnte man bei Anstoß den Vorgänger nicht so beeinflussen. Ja, Transfers muss ich jetzt erstmal sagen. Ich schaue nochmal durch. Ja, hier Innenverteidigung brauche ich mir noch einen. Ne? Innenverteidigung ist immer ein bisschen dünn aufgestellt. Haben wir nur 3. Frage ist, kann man einen verkaufen vielleicht, den wir jetzt nicht so brauchen? Zum Beispiel über die Flügel spiele ich ja überhaupt nicht, ne? Also den Emreli zum Beispiel, den werden wir auf den Transfermarkt setzen. Ja. Und zwar zum Kauf. Wir wollen nicht über den Flügel spielen, wir wollen nur durch die Mitte, also schon hin. Hat wir nicht noch links? Oh ja, offensives Mittelfeld brauchen wir auch noch. Natürlich können auch die Positionen verändern. Ja, den kann man auch rausnehmen. Das ist ja 36 Jahre. Ne, den wollen wir nicht mehr. Den kann man auch rausnehmen. So. Okay. Genau. Und dann suchen wir uns jetzt noch einen Offensiven, würde ich sagen. Haben 3 Defensive, ne, 3 Rechtsverteidiger, um Gottes Willen. Ist auch wieder viel zu viel. Ne, 4. Oh je, Mini. Gabel, lass mal. Den auch. Ich würde sagen, nehmen wir den Schirmer vielleicht. Den können wir auf Leihe ohne Kaufoption mal setzen. Genau. Und dann würde ich sagen, linksverteidiger haben wir nur einen. Ne? Ah, schlecht. Da müssen wir auch noch was tun.
Defensiv haben wir 2. Ne, 3 sogar. Okay. Ja, offensiv links. Und den habe ich schon. Genau, der passt. Das ist okay. Also wir brauchen jetzt nochmal, wir brauchen Offensiv haben wir gesagt, ne? Ja, offensiv brauchen wir auf jeden Fall einen. Das ist ja. Der ist nicht so toll. Wenn wir so spielen wollen, natürlich. Und linkes Mittelfeld, da fehlt uns auch noch einer. Also offensiv und linkes Mittelfeld. Würde ich jetzt mal sagen, müssen wir was tun. Okay. Ja, nichts leichter als das, denn wir werden jetzt mal in den Transfermarkt gucken. Und dann haben wir hier unten verschiedene Suchmöglichkeiten. Wir gehen mal hier ins Alter und sagen, maximal soll der ja, von ganz jung bis maximal ja, 25 Stärke. Ja, also es passt. Machen wir mal 7. So, dann können wir sagen, wir wollen nur Mittelfeld. Hammer. Berliner Spieler machen wir aus. So, und jetzt haben wir hier bereits das Kriterium ausgefiltert. Rechtes Mittelfeld. Okay. Defensiv, zentral. Da gefällt mir nichts. 6,3, 8,3. Was ist der? Zentral. Aber der links keinen was. So bin ich. Ist das meine was? Nee. Käse. Also das sind die ich jetzt ausgesucht habe, oder? Das sind ja meine. Oh, Leute, das ist ja auch kompliziert hier. So, nochmal. Wir wollen das so haben, genau. Marktwert, ja, so viel auch nicht. Vertrag vielleicht nur bis 25 und genau, das brauchen wir auch. Hier los. Aha. War da die Stärke zu hoch eingestellt oder was? Gut. Sehr gut. Mittelfeld, genau. Ich meine, dafür vergessen, offensiv und links, ne? So, was haben wir denn hier? Wir können auch erstmal beobachten. Ne?
Dann haben wir das mal. Dann wollen wir gleich kaufen. Machen wir hier beobachten. Alles linkes Mittelfeld, genau. So ist fein. Beobachten. So. Und dann noch Offensive vielleicht. Genau. Wir nehmen der Konkurrenz auch ein paar Spieler weg, warum nicht? Ne? Kann ja nicht schaden. Was haben wir noch hier? Ja gut, in Übersee jetzt eher weniger wegen der Richtlinie, die es gibt, da müssen wir aufpassen. Ja, schwierige Sache. Ja, vielleicht noch. Und dann nochmal linkes Mittelfeld, bitte. Ich weiß, diese Anfangsvideos sind die längsten. Aber dann geht's ratzfatz dahin. Haben wir noch einen Achter? Komm nicht, ne? Doch hier. Ah, das ist ja das Übersee. Geht auf den hier. Okay, gut, dann würde ich sagen, suchen, ja, wir können hier noch speziell danach suchen, nach einer Liga und so, ne? Dann hier Scouting, könnte man vergeben, wenn man will, Netzwerk, das wäre dann die Sache, dass wir einen festen hier haben pro Land, kann man das auch noch hier machen, Zentraleuropa. Ah ja, das geht tatsächlich. Ja, dann machen wir mal Zentraleuropa. Ja, der Rest werden wir dann im Laufe des Let's Plays kennenlernen. Ja, ich würde sagen, ich bin soweit für die erste Woche. Wir haben soweit alles eingestellt. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen da lassen. Ein Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Folge mehr von Anstoß. Und rechts oben die Playlist für die ganze Staffel. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.